Online-Radio Düren kommt zum Top-Favoriten der Mittelrheinliga. Erster FC Düren. Schlagzeilen werden schon wieder geschrieben. Mehr zu den Schlagzeilen, zu den Spielen in den letzten Tagen mit dem Sportdirektor Dirk Uhrig. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Herr Uhrig, der erste FC Düren ist Tagesgespräch in der Region. Heute zum Beispiel das Spiel gegen gleich Pfaffendorf, vom Ergebnis her. Ein mageres Ergebnis. War es wirklich so schwer? Ja, es war so schwer, aber das war das erwartet schwere Spiel. Wir wussten, dass es ein relativ kleiner, enger Kunstrasenplatz ist und ja, Gleich Pfaffendorf gegen die, ja, ich sage es mal, vermeintlich besseren Mannschaften spielen die wie eine Kopie von Atletico Madrid, sag ich immer. Die haben mal sehr massiv hinten in der eigenen Hälfte gestanden, teilweise eingeigelt, also wo die Viererkette schon im 16-Meter-Raum stand. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich und da haben dann nur einen Mann vorne gelassen. Und dann war natürlich ein Ballungsgebiet an Spielern auf engstem Raum. Und das war uns schon vorher bewusst, dass es eine schwierige Partie werden würde. Und ja, und dann hat man auch kein frühes Tor gemacht und dann spielt das dem Gegner natürlich ein Stück weit auch in die Karten rein. Ja, natürlich eine schwere Aufgabe für Ihre Mannschaft, die ja wirklich unter Druck steht. Man spricht ja tagtäglich von der Regionalliga. Man schaut immer zu dem Aachener Tivoli rüber, die ja auch Gott sei Dank mal am Wochenende Punkte geholt haben auswärts. Aber der Druck ist natürlich groß und die letzten Ergebnisse zeigen ja 3:0 gegen SV Breinig und 5:1 gegen den Siegburg SV. Also die Tormaschinerie läuft schon. Das läuft schon. Also wie gesagt, war halt nur das Spiel halt in Arnoldsweiler, wo man halt nur mit dem 1:1 rausgegangen ist. Ansonsten sind wir auch sehr zufrieden mit dem bisherigen Auftreten der Mannschaft. Wie gesagt, Breinig 3:0, dann 5:1 Siegburg, das auch eine Mannschaft ist, die jeden ärgern können, die es die Woche vorher gezeigt haben und halt gegen Hennef einen Punkt geholt haben. Also von daher, ja, also wir sind zufrieden. Auch heute muss man sagen, 1:0 sind auch nur 3 Punkte, ob jetzt 5:0 oder 1:0. Und vor dem Spiel fielen halt auch Spieler aus, wie Brasnić, Pütz, Wipper Fürth, Omar Basic. Und im Moment kommt auch wieder diese Breite vom Kader zum Tragen, wo halt andere Leute in die Bresche springen. Konnte man am Donnerstag schon sehen, wo der Trainer einfach in der 70. Minute beim Stand von 1:1 einfach Brasnić, Jesilei auswechseln kann. Vorne bringt Philipp Simon und Georgi Antossi und diese beiden Spieler machen jeweils 2 Tore. Das ist dann einfach schon ja auch ein Stück weit Qualität in der Breite, ne? Ja, in der ersten Halbzeit heute ist natürlich nicht viel passiert in Gleich Pfaffendorf. Wie war denn das Resümee des Trainers zur Halbzeitbesprechung? Trainer ist sehr sachlich geblieben. Trainer hat halt gesagt, nicht ungeduldig werden, versuchen Spieltempo hochzuhalten. Das war halt ein Spiel wie beim Handball, um den Kreis drumherum, von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts. Und einfach, man musste dann halt versuchen, Lücken zu finden, durch Ballzirkulation, durch ja, schnelle Wechsel, um dann halt da halt irgendwo eine Lücke zu finden. Man hat sich auch Chancen herausgearbeitet, allerdings hat man diese nicht genutzt. Und dann, er hat halt gesagt, wir müssen weiter daran anknüpfen und irgendwann wird schon dieser Knoten platzen. Und wenn das erst in der 85. Minute ist, dann hat es halt gedauert bis zur 75. Und gut ist. Und ja, wir wussten auch danach, wird Gleich nicht viel riskieren, erst ganz zum Schluss. Und so war es halt auch. Also die haben halt erst in den letzten 5 Minuten dann halt alles nach vorne geworfen bei Standards nochmal. Und ansonsten haben die halt weiter ihren Stiefel halt mit diesem, ja, ich nenne es immer wieder Atletico Madrid-Stil halt runtergespielt, ne? Ja, Sie haben es angesprochen, Tor bereits erst in der zweiten Halbzeit, in der 75. Minute. Aus welcher Situation wer hat es erzielt, das goldene Tor? Tor war halt von Vincent Geimer, ein Schuss aus 20 Metern flach unten links rein. Und ja, war halt auch nur ein Stück weit erzwungenes Tor. Also die Mannschaft hat probiert weiter. Und haben halt immer wieder auch versucht, über die Flügel halt Gleich zu knacken, gerade Holt, auch über die linke Seite Geimer, rechts über Kozuki, der halt heute ja, für Omar Basic rechts gespielt hat. Und auch da muss man einfach sagen, eine Bereicherung für unser Spiel der Japaner, ne? Also der war schon eine gute Verpflichtung noch im Winter dazu. Ja, die Verpflichtungen, die sind ja fortwährend im Gange an der Maria-Weiler-Straße und mit dem 1:0 heute zufrieden, haben Sie es gerade angesprochen. Was nimmt man denn aus solchen Mauerspielen mit nach Hause, um die nächsten Spiele vielleicht doch besser, erfolgreicher zu gestalten?
erfolgreicher wie 3 Punkte geht ja nicht. Also, Ich was meine nimmt vom man mit? Also, Torergebnis, so vom Torergebnis, vom Torergebnis. vom Torergebnis, ja, aber auch da muss man halt auch einfach die Kirche im Dorf lassen. Das sind halt die unangenehmen Spiele. Wir haben halt vor dem Spiel gesagt, das sind so Bedingungen, deswegen müssen wir auch versuchen, aus dieser Liga rauszukommen. Man hat sich auf einem Nebenplatz warm gemacht, weil noch ein Spiel davor war. Alles anders. Dann spielst du auf einem kleinen, engen Kunstrasenplatz. Das ist in der Regionalliga natürlich alles nicht gegeben. Und die Spieler, die wir verpflichtet haben, die haben wir geholt mit diesem klaren Ziel, aus dieser Liga rauszukommen, damit man halt diese Gegebenheiten nicht mehr hat. Das soll nicht falsch verstanden werden. Also Lech Pfaffendorf, ein super Verein, die halt auch da. Wir sind da herzlich empfangen worden, gutes Publikum, gute Atmosphäre. Das möchte ich halt nicht schmälern, aber wie gesagt, wir haben halt diese Ambition, um da rauszukommen, um nicht solche Randbedingungen zu haben. Ich sage jetzt mal einfach Fortuna Köln, ob denn da im Stadion zu spielen oder auf einem Nebenplatz, ohne Einlaufmusik oder sonstige Sachen, das ist dann schon ein Unterschied. Und ja, und diese Spiele wird es halt immer wieder geben. Wir müssen in 2 Wochen nach Alfter, auch kleiner, engerer Kunstrasenplatz. Und ja, dann muss man es wieder so angehen wie heute. Man muss dann einfach konzentriert sein, Ballzirkulation, Zweikämpfe annehmen, die normalen Sachen reinwerfen. Und dann sind wir, glaube ich, schon von der individuellen Klasse schon ja nicht zu Unrecht ganz oben. Aber gut, wir gucken von Woche zu Woche. Erstmal nächsten Sonntag Pech zu Hause, dann geht's nach Alfter und ja, und dann geht es auch schon fast in die Richtung halt des Pokalspiels gegen Fortuna Köln, was ich jetzt noch so als Kosmetik dazwischen sehe. Ja, da sprechen wir später drüber, über das Pokalspiel gegen Fortuna Köln. Wir bleiben erstmal bei der Meisterschaft und man hat jetzt 3 Punkte Vorsprung. Also man ist auf den richtigen Kurs Richtung Regionalliga. Ja, genau. Also gut, dass das Hennef heute gewinnen würde in Wesseling, da haben wir halt schon mit gerechnet, weil uns spielt ein bisschen in die Karten, das Bergisch Gladbach heute nur unentschieden gespielt hat gegen Friesdorf. Und ja, also von daher war es für uns schon ein guter oder gelungener Sonntag. Und ja, jetzt heißt es wieder morgen trainingsfreien Tag für die Jungs. Und dann hat der Trainer spendiert und dann geht es halt ab Mittwoch im Training wieder in die Vorbereitung für das Heimspiel gegen Pech an der Westkampfbahn. Dirk Ruhe, Sportdirektor vom 1. FC Düren, tagtäglich on Tour für den Sport in der Region hier an der Mariaweiler Straße. Vielen Dank und einen schönen Abend. Danke gleichfalls.